Ja, hallo Leute, jetzt gibt es mal wieder ein Video. Sorry, dass es lange Zeit kein Video mehr gab. Ich hatte viel Stress mit der Schule und einfach irgendwie keine Lust, ein Video zu machen. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder ein Video für euch. Diesmal ist es ein Review zu einem Skin. Nennt sich Bumskin. Und das Ganze ist einfach ein Skin für den Rahmen von eurem iPhone. Es gibt fürs iPhone 4 und 4S. Macht ihr dann einfach hier einen Rahmen dran. So, hier sieht die Verpackung aus. Ich möchte mich auch nochmal bei Bumskin bedanken, dass mir verschiedene Farben zur Verfügung gestellt haben. Auf jeden Fall sieht das so auch hier aus. Das macht ihr dann hier vorsichtig auf. Und dort ist dann der Bumskin drin. Da sind dann auch nochmal so Tücher drin zum Putzen, die in Alkohol getaucht sind, dass es halt wirklich super sauber wird. So sieht halt der Lieferumfang aus. Das ist eine Anleitung. Und hier dann halt der Skin. Ist alles relativ simpel, würde ich mal sagen. Und ja. Genug mit der Verpackung und allem. Kommen wir zu dem Skin. Ich habe ihn jetzt hier schon drauf. Seit einiger Zeit. So 2 Wochen. Ein bisschen was über 2 Wochen. Und ihr könnt euch ja mal anschauen, wie das Ganze hier aussieht. Falls ihr euch fragt, was für eine Farbe ich habe, das ist eigentlich so, das ist dieser Glow Skin, der leuchtet, wenn es dunkel wird. Und ich finde, das sieht einfach nur richtig geil aus, wenn es halt dunkel ist und du mit dem iPhone dann rumrennst und dein Rahmen leuchtet. Das leuchtet dann so grün. Ich blende euch mal ein paar Bilder ein. Ich versuche es auch auf Video zu kriegen, was allerdings ein bisschen schwer ist, da das meine Kameras irgendwie nicht filmen können. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Skin eigentlich relativ zufrieden. Die Installation war einfach. Hat auch super gepasst, wie ihr seht. Super passgenau. Was mich halt hier stört, ich musste das hier abschneiden, weil das ein bisschen sich überlappt hat. Und es mich halt genervt hat. Und jetzt steht es halt dann hier so komisch ab und ist spitz. Naja, muss man mit leben. Fühlt sich ganz cool an. Ist so, vielleicht sieht man, es ist so glänzend. Also ist auch glatt. Man hat trotzdem noch Grip am iPhone, verliert den Grip nicht. Kann natürlich noch hier alles drücken, die ganzen Tasten bedienen. Ich finde es für den Preis von 12,99 wirklich super okay. Damit könnt ihr euer iPhone einfach super personalisieren. Ihr könnt ihr eine Farbe, die ihr wollt, dahin machen, nach euren Wünschen. Ich kann euch ja nochmal hier die Verpackung zeigen. Da sind eigentlich, würde ich sagen, alle Farben drauf, die es gibt. Also es gibt wirklich eine super große Auswahl. Und eben hier diesen weißen, der in der Nacht grün leuchtet. Was ich wirklich den coolsten finde. Am schwarzen iPhone ist der schwarze Skin wirklich super schick. Am weißen der weiße oder halt der Glow Skin hier. Aber natürlich auch passt jede andere Farbe drauf. Für 12,99 haben Link zu Amazon in der Beschreibung, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Von mir klare Kaufempfehlung, Daumen nach oben. Super Produkt. Und mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Nochmal Dank an Bumskin. Wirklich super nett. Dann danke fürs Zuschauen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr diesen Bumskin findet. Ob ihr vorhabt, euch den zuzulegen oder nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.